10 junge Leute, die heute auf den Weg gebracht wurden. Wie werde ich Ausbildungsbotschafter? Was muss ich machen? Sie haben so Sachen gelernt wie Selbstreflexion. Was und wie kann ich eine Präsentation vorbereiten und auch darbieten nachher vor den Schülerinnen und Schülern? Und diese Erfahrung hat mich sehr geprägt. Ich war vor ein paar Monaten, sollte ich alleine auf Montage. Man versucht halt heute am Ende vom Tag relativ gut vor Gruppen sprechen zu können oder Präsentationen rüber zu bringen, wie man sie will. Das haben wir heute auch wieder gemerkt, es ist sehr viel Spaß dabei, aber auch Realität, und sie zeigen wirklich das Bild, was sie tagtäglich im Betrieb erleben. Ich habe richtig Bock drauf, den Kindern das dann zu zeigen und wie gesagt, den Beruf offener zu bringen. Wo mich mein Chef am Anfang gefragt hat, wusste ich noch nicht so genau, was das ist, aber das wurde uns halt schon nahegebracht, was wir machen müssen dann. Das hört sich gut an. Natürlich noch eure Teilnahmebescheinigung als zur Schulung des Ausbildungsbotschafters. Es ist interessant, dann Informationen weiterzugeben, und auch gerade ich selber war sehr unentschlossen am Anfang. Also dann freut es mich, wenn ich Leuten weiterhelfen kann bei ihrer Entscheidung für die Berufswahl. Ja gut, über die Ausbildung kann ich auf jeden Fall reden, das ist nicht das Problem. Und über den Beruf und ja, das dann halt noch Kindern zu erzählen, das dachte mir auf jeden Fall, das ist ansprechend für mich. Einfach mal auch Mut habe und einfach auch mal sowas mache, weil ich denke, wenn man was extra macht, dann kann das für eine Hilfe für jemand anders sein, und dann ist es gut. Das war's von mir.